Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück nach langer, langer Zeit. Ja, ich lege gerade meine Tastatur um, das Kabel hat sich verheddert. Hallo. Hallo, Kabel, bitte. Danke. So, jetzt. Nach langer, langer Zeit bin ich mal wieder da. Und. Oh, ja, du. Ich hatte viele private Sachen zu erledigen. Sehr viele, das habe ich auch einen kompletten Monat nicht mehr am PC war. Einfach aus Zeitgründen und Stressgründen einfach nicht mehr gepasst hat. Und bin jetzt halt umgezogen. Auch, ja, das ist gerade ein provisorisches Setup. Ich hoffe, es passt alles. Ne? Nicht, dass hier irgendwie gleich alles anfängt zu hallen in der Aufnahme und oder noch schlimmer ist sich irgendwas umgestellt. Ich habe jetzt keine Testaufnahme gemacht. Ich gehe mal voll risky. Also wenn der Ton nicht ganz passt, tut es mir natürlich leid. Aber dann werde ich das in der nächsten Aufnahme hoffentlich dann behoben haben. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehmen werde. Ob ich nur kurzzeitig oder doch eher längerzeitig aufnehme. Ja, ob ich nur ein, zwei Folgen mache, vielleicht auch wieder einen ganzen Schwung. Keine Ahnung. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich aktiv jetzt zum Aufnehmen kommen werde. Und alles. Jetzt alles mit der Zeit zeigen. Hauptsache, es gibt mal wieder ein kleines Lebenszeichen von mir, dachte ich. Und wir werden die alten Spiele natürlich beenden. Ich glaube, abgesehen von. Weil ich hatte nur Darksiders gerade am Laufen. Weil ich ja vorher schon, sag mal, ein bisschen im Stress war. Und mein Job und alles. Also nur einen alten Job. Und dadurch ja schon weniger zum Aufnehmen gekommen bin als vorher. Und da wollte ich nicht noch ein zweites Spiel anfangen, weil, wenn man schon wenig Zeit hat, ist das, glaube ich, ein bisschen over. Aber jetzt sollte doch eigentlich alles klappen. Und was ist das jetzt hier? Thank you.
Chancellor send you? Well, horseman. I've beaten death once, and I can do it again. I have no idea what you're talking about. Of course not. You still reek of hope. You couldn't have made the Chancellor. Chancellor doesn't sound like much. For ages, his tongue has dripped venom into the dead king's ears. He all but sits upon the eternal throne, demanding service. Ich habe vorhin gedrückt und jetzt fällt mir erst auf, dass die gesamte Zeit gemutet war. Weil er das vorhin nicht angenommen hatte anscheinend. Also, hi Leute. Na? Ja. Ab und zu hasse ich's, ne? Egal. Noch ein Voranfang macht jetzt keinen Sinn, darum werde ich jetzt einfach ab diesem Punkt weitermachen, ganz normal. Die Kletterpassage lasse ich auch drinne. Und ich hoffe, dass ich nicht ausmacht, nur weil Ton nachher nicht an ist. Gut. Ja. I don't know. I don't know you. Who are you? I am the Master of Blades. In all that remains of the warrior once called Draven. And the Kingdom of Man. Also, passed through the World of Souls long ago. But I won my freedom in the arena, only to fall beneath the dead king's whip. Lass mal trainen. Achso, so, nur so kann ich das machen. Okay. Wird er gleich runtergehen? Komme ich so nicht rüber? Dann gucken wir doch mal, was hier unten so ist, weil hier sind da etwas zu sein. Eigentlich. Irgendwo. Was war das hier nochmal? Gift from Anonymous. Okay. The Fool. Upon a new venture, all is unknown. The traveler starts a fool. Gaining knowledge at the past is revealed. The crucible has been unlocked on the world map. Take with you this card and discover the identity of the sender and their motivations. Okay. Ich bin trotzdem noch nicht weitergekommen und das ist doof. Löst sich das Schiff auf oder bin ich doof? Speak to the Lord of Bones. No one disturbs the Lord of Bones without say of his Chancellor. A rider? In the Kingdom of the Dead? No, no, this will never do. I must speak with the Lord of Bones. That is not possible. My lord attends his realm, a burden beyond even your ken, horseman. And what is your use as a doorstop? There is but one way to draw him from his slumber, the Gilded Arena. Here, mortals are offered a last chance to earn freedom from the grave, a boon that includes an audience with the king. Defeat the arena's champion and return here with its skull. His Majesty will grant you an audience. Where is this arena? Das gefällt mir schon wieder nicht. No. We have already arrived. What is it now? Kommt jetzt gleich der gleiche Text wie vorher, oder? Wir probieren es einfach mal aus. Let me speak to the Lord of Bones.
and I will spare your champion. And perhaps you as well, Chancellor. You cannot slay that which is already dead. But you're welcome to try. In the arena. Forget what I said about sparing you, doorkeeper. Your master? Tell me about the King of the Dead. His reign is eternal. His word is law. And his time is invaluable. I ensure that he need only speak with those who are worthy. Then you must rarely see him, Chancellor. Oh, enough. Do take care in the arena, Horseman. Should anything happen to you, I'm not sure if I could live with myself. Gut, dann auf zur Arena. Wo ist denn diese Arena? Ist das hier? Also von hier komme ich ja, aber... Ah, jetzt ist das hier hinten auch offen. Muss ich jetzt ernsthaft hier rüber gehen? Das Spiel verarscht mich. Cool, ne? Bisschen durchharponiert, ne? Alter! Also gut, so sieht's jetzt gerade ein bisschen dämlich aus, ne? Was machst du denn hier? Weiß nicht mehr, wer das ist, aber irgendwie ein bisschen vertraut vor. I have wares aplenty, if you have coins to spare. You again? How did you get here? A merchant knows many roads. Not all of them are shared with horsemen. Das ist klar. Ups. Dann gehen wir mal raus. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt in die Arena. Wir schwören erstmal den Champion. Und machen uns zum neuen Champion. Das klingt doch ganz gut, oder nicht? Was ist denn das für eine Treppe? Okay. Hier geht's sogar noch weiter. Ich bin ja nur ein bisschen neugierig, ne? Wo bin ich? Hallo? Okay. Das heißt, ohne mit der Wimper zu zucken, konnte ich jetzt einfach hier hin und raus und hier draußen erkunden, oder? Ich guck mal, ob ich hier wegkomme gerade. Wenn ich hier hochgehe, passiert irgendwie gar nichts. Ich will nur mal wissen, wo es jetzt hier lang geht. Nee, das ist das. Oh. Warte. Eternal Throne. Kingdom of the Dead. Greglands. Tree of Death. Was? Okay. Ich mache einfach mal einen kurzen Fast Travel zurück. So.
Huh!